Meine Damen und Herren, Ihnen allen ganz, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie zu unserem Vortrag 200 Jahre deutsche Geschichte im Spiegel der deutschen Farben heute in die Hermann-Ehlers-Akademie gekommen sind. Ich könnte mir vorstellen, dass sich einige von Ihnen, als Sie in diesem Jahr zum ersten Mal das Jahresprogramm für den Herbst und Winter diesen Jahres in der Hand gehalten haben, ein bisschen über das äußere Erscheinungsbild gewundert haben, weil es doch etwas abweicht von den bisherigen Programmen der Hermann-Ehlers-Akademie. Wir haben, als wir das Programm gestaltet haben, das ganz bewusst so gemacht. Das ist ein Ausschnitt aus einem Gemälde des niederländischen Malers Piet Mondrian, der ja für diese grafischen, abstrakten Formen ganz berühmt geworden ist. Und natürlich haben wir das aber auch mit einem Hintergedanken gemacht, denn wir haben im Herbst-Winter-Programm diesen Jahres drei Vorträge, die etwas mit den Farben dieses Gemäldeausschnitts zu tun haben. Einmal einen Vortrag über moderne Kunst natürlich. Piet Mondrian hat 1917, vor 100 Jahren, die Bewegung des Style gegründet. Diesen Vortrag haben wir bereits im Programm gehabt. Am kommenden Montag, am 16. Oktober, wird es eine Wahlanalyse der Bundestagswahl geben. Auch da gibt es natürlich einen Bezug zu den Farben Schwarz, Rot, Gold. Den stärksten Bezug gibt es aber zum Titelbild unseres Programms heute Abend. Denn heute Abend wird ja Jan Schlürmann zu Ihnen sprechen über 200 Jahre deutsche Geschichte, eben im Spiegel dieser deutschen Nationalfarben. Und ich stelle Herrn Schlürmann als Referenten heute Abend ganz besonders gerne vor, denn in unserer beider Biografien gibt es eine ganze Reihe von Parallelen. Und ich habe vorhin noch mal ein bisschen nachgedacht, das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Wir kommen beide aus der gleichen Stadt, sind beide in Flensburg geboren. Wir waren beide auf demselben Gymnasium in Flensburg. Herr Schlürmann ist mit meiner Schwester in einer Klasse gewesen. Ich war ein paar Jahrgänge drüber und werde dann manchmal immer aufgezogen, dass ich doch ein gemeiner, größerer Bruder meiner Schwester gewesen sei. Aber Sie sehen, ich habe mich geändert, ich bin heute ganz sanftmütig geworden und er ist trotzdem gekommen. Und wir haben dann auch zusammen an der Kieler Universität Geschichte studiert. Und Sie wissen vielleicht, Herr Schlürmann ist ein ganz ausgewiesener Kenner der schleswig-holsteinischen Landesgeschichte. Er hat auch zu einem landeshistorischen Thema promoviert, nämlich über die 48er-Armee der ersten schleswig-holsteinischen Erhebung. Er hat dann auch an den Lehrstühlen in Kiel und an Universitäten in Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet und da gibt es die nächste Parallele. Er war hier Studienleiter, Programmverantwortlicher, so wie ich das heute bin, und auch Geschäftsführer der Hermann-Ehlers-Akademie. Und das finde ich schon ungewöhnlich und das darf man dann heute Abend auch mal sagen. Und jetzt ist Herr Schlürmann seit einigen Jahren Mitarbeiter in der Verwaltung des Schleswig-Holsteinischen Landtags, nah dran am Landtagspräsidenten Herrn Schlie und am Direktor der Landtagsverwaltung Herrn Schlieski, die ja auch beide unserer Stiftung sehr verbunden sind. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich, Jan, dass du heute Abend zu uns sprechen wirst. Und an dieser Stelle hast du das Wort. The stage is yours, wie man so schön sagt. Dankeschön. Ja. Genau, das Licht vielleicht ein bisschen dimmen, damit man das besser sieht. Es geht heute natürlich vieles mit Bildern. Das können Sie sich gut vorstellen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, welche Farben sind die deutschen Farben? Die Antworten auf diese Frage fielen im Laufe der vergangenen 200 Jahre sehr unterschiedlich aus. Es gab Zeiten, da hätte es keine oder nur eine unklare Antwort auf diese Frage gegeben. Und es gab Zeiten, da wurde um eine klare Antwort darauf heftig gestritten. Heute ist diese Frage leicht beantwortet: Schwarz, Rot und Gold. Selbst wenn die Reihenfolge gelegentlich immer noch schwierig ist, wo schalte ich weiter? Geht's weiter? Auf der Seite. Ja, genau. Will er nicht? Ja. Ja, die Tastatur hier unten. Ja, okay. Die Tastatur da unten. Soll ich hinstellen? Nee, das lacht noch ruhig unten, ist okay. Also, heute ist diese Frage leicht beantwortet. Schwarz, Rot und Gold selbst, und jetzt kommt der Einstiegsgag. Selbst wenn die Reihenfolge gelegentlich immer noch Schwierigkeiten bereitet, hier ein eindrucksvolles Beispiel vor dem Oberfinanzamt Nordheim vom 3. Oktober diesen Jahres.
Schwarz-Rot-Gold ist den Deutschen, allzumal den jungen Deutschen, als Symbol ihres Landes wieder geläufiger. Und, das ist das Entscheidende, sie pflegen mit diesen Farben auch wieder einen unvoreingenommeneren und positiv besetzten Umgang. Das war, wie Sie alle wissen, in der deutschen Nachkriegsgeschichte nicht immer so. Aber bei aller gerechtfertigten Freude darüber, dass die Deutschen offensichtlich wieder zu einem weitgehend normalen, weder übersteigerten noch ängstlich distanzierten Verhältnis zu ihren Nationalfarben gelangt sind, bleibt doch ein entscheidendes Defizit. Die deutschen Farben erzählen den Deutschen keine Geschichte mehr. Beinahe jede bekannte Flagge aber erzählt eine Geschichte. Oft sind es Erzählungen von Freiheit, Unabhängigkeit und Revolution, sowie die Farben der USA oder Frankreichs. Und diese Erzählungen wirken auf die Menschen, die sich dieser Flagge zugehörig fühlen, überwiegend positiv. Trotz der Tatsache, dass man die Geschichte beider genannten Flaggen zumindest phasenweise auch als Geschichten von Unfreiheit, Sklaverei und Unterdrückung erzählen könnte. Die Deutschen aber kennen keine Erzählung von Schwarz-Rot-Gold. Jedenfalls keine, die nicht mit Siegen unserer Fußballnationalmannschaft zu tun hat. Und Ausnahmen bestätigen die Regel. Das ist schade. Und das ist traurig und das muss vor allem nicht so sein. Ich möchte Ihnen deshalb heute nicht allein die Geschichte der schwarz-rot-goldenen Flagge erzählen, mit ihren Höhen und Tiefen, mit ihren bekannten wie auch ihren unbekannten Spielarten, sondern ich bette diese Geschichte in eine Erzählung ein, die aus den vergangenen 200 Jahren deutscher Geschichte ganz bewusst eine Erzählung macht, die für uns heute noch von Bedeutung ist. Denn eine Erkenntnis, so hoffe ich, werden Sie aus meinem Vortrag ziehen, dass es nämlich nicht reicht, die eigene Flagge, die eigenen Farben nur zur Kenntnis zu nehmen. Man sollte ihre Bedeutung, damit ihre Geschichte kennen und man muss sie aktiv für sich in Anspruch nehmen. Denn Flaggen können ihren Schöpfern und denjenigen, die sich in ihrem Besitz dachten, auch unversehens aus der Hand genommen werden. Dazu später mehr. Beginnen wir mit dem Geburtstag oder mit einem Geburtstag, und zwar jenem unserer schwarz-rot-goldenen Farben. Man kann dazu das Jahr 1813 heranziehen. Man kann das Jahr 1817 nehmen, so ich das gleich tun werde. Man kann mit einigem Recht aber auch erst 1832 oder gar erst 1848 zum Geburtsjahr und zum Geburtstag der Flagge machen. Fest steht bisher leider, dass es einen offiziellen Geburtstag, begangen durch Parlament und Regierung, in Deutschland bisher nicht gab und wohl auch nicht geben wird. Der Geburtstag unserer Nationalfarben steht nicht auf der Tagesordnung, obwohl dieser sich, je nach Betrachtungsweise, bereits 2013 zum 200. Male gejährt hat oder dies in wenigen Tagen, nämlich am 18. Oktober 2017, der Fall sein wird. Am 18. Oktober 1817 versammelten sich auf Einladung der Urburschenschaft auf der Wartburg über 450 Studenten aus ganz Deutschland. Der Anlass war die Feier eines Nationalfestes, das zweier Ereignisse gedenken sollte, nämlich des Thesenanschlages von Martin Luther am 31. Oktober 1517 und der Völkerschlacht bei Leipzig vom 19. Oktober 1813. Dass es sich beim Wartburgfest explizit um ein Nationalfest handeln sollte, noch dazu eines, das, wenn auch abgelegenen Ortes, öffentlich begangen wurde, ist eines meiner stärksten Argumente dafür, dass hier die Geburtsstunde der schwarz-rot-goldenen Farben als deutsches National- und Einheitssymbol schlug. Die Farben selbst sind älteren Datums und wer von Ihnen einmal näher über ihre Ursprünge gelesen hat, wird unvermeidlich auf die Uniform des Lützower Freikorps aus den Befreiungskriegen von 1813 stoßen. Die schwarzen, rot vorgestoßenen und goldbeknopften Röcke nahmen in der Tat die deutschen Farben vorweg. Sie taten es aber unwillkürlich, mehr der Not geschuldet und waren kein bewusster, auf Symbolik angelegter Schritt. Das ist nicht leicht zu verstehen, denn wir sind es gewohnt, in Nationalfarben immer einen tieferen Sinn zu erblicken. Das trifft in der Realität aber auf verhältnismäßig wenig Flaggen zu. Meist nur auf solche, die ganz bewusst in einem Wettbewerb entstehen, der eingehende Bedeutungserklärungen zu den Entwürfen erwartet. Für alle anderen Flaggen gilt, Nationalfarben kommen auf sehr verschlungenen Wegen zustande. Oft genug sind erst die Farben da, dann erst kommen die Interpretationen. Genauso verhält es sich auch mit den deutschen Farben. Die Farben, die die Lützower Freischärler in ihrer Uniform trugen, führten ihre Kavalleristen auch als Lanzenwimpel, schwarz und rot. Eine offizielle Fahne stand dem Freikorps nicht zu.
Es waren diese beiden Farben, schwarz und rot, die zusammen mit dem Metallgold als Verzierung 1815 mit der Gründung der Urburschenschaft zu deren offiziellen Verbindungsfarben wurden. Die älteste Fahne, die bis heute überliefert ist, ist die sogenannte Gründerfahne. Sie wurde am 12. Juni 1815 hergestellt und sollte in Jena, wo sich die Urburschenschaft im Gasthaus zur Tanne konstituierte, zunächst als provisorisches Abzeichen dienen. Die Fahne war ein Zweifarb, eine Bikolore, und das Gold als heraldisches Metall zunächst nur Beiwerk. In der Verfassungsurkunde der Urburschenschaft hieß es, Zitat, eingedenk, dass bei den jugendlichen Freuden stets der Ernst des Lebens zu bedenken sei, bestimmten sie Rot, Freude und Schwarz, Ernst, zu den Farben ihres Paniers. Ja, trotz dieser pathetischen Erklärung waren Schwarz und Rot mit goldener Verzierung keine Schöpfung des Jahres 1815. Und mit Blick auf den Wimpel der Lützower, aus deren Reihen viele Urburschenschafter kamen, auch keine Schöpfung von 1813. Und das ist vielleicht das Neue. Die Farben sind älter und kamen durch personelle Kontinuitäten in die Burschenschaft. Als ein partieller Vorläufer der Urburschenschaft gilt die Landsmannschaft Vandalia, die sowohl in Jena als auch in Berlin seit etwa 1811 nachweisbar ist. Die Vandalen wiederum waren Mecklenburger Studenten, die in Jena Rot und Gold und in Berlin Rot und Schwarz als Farben führten. Pate wiederum für diese Farben stand mit einiger Wahrscheinlichkeit der schwarze, rot und gold verzierte Rock der Mecklenburger Ritterschaft. Die deutschen Farben, unsere gegenwärtigen Nationalfarben, sind also bei genauester Betrachtung mecklenburgischen Ursprungs. Zurück zum Geburtstagsfest der Farben, dem Wartburgfest. Die deutschen Farben oder die, die es werden sollten, waren am 18. Oktober 1817 schon 4, vielleicht sogar 6 Jahre alt. Es waren die Farben der Urburschenschaft, einer auf die deutsche Einigung eingeschworenen Gruppe, die wir für 1817 als klein und elitär bezeichnen müssen. Damit aus diesen Verbindungsfarben die deutschen Einheitsfarben wurden, bedurfte es der nationalen Idee und des Wunsches, diesen in die Öffentlichkeit zu tragen. Beides kam 1817 beim Wartburgfest zum Tragen. Es war ein Nationalfest. Die Reden, die dort gehalten und die Lieder, die dort gesungen wurden, wünschten, ersehnten und erforderten den deutschen Nationalstaat. Es war ein öffentlicher Auftritt, ein Auftritt, der im damaligen Deutschen Bund zur Kenntnis genommen wurde und Wellen schlug. Die Fahne der Urburschenschaft, hier zu sehen, die seit 1816 in einer prachtvolleren Variante existierte, trugen die Burschen bei den Feierlichkeiten mit sich. Aus dem Zweifarb war nun eine Art Dreifarb, eine Trikolore geworden, auch wenn es bei Rot und Schwarz als den Hauptfarben blieb. Mit dem goldenen Eichenlaub aber deutete sich bald die gleichberechtigte Farbfolge Schwarz-Rot-Gold an. Und diese Farben wurden populär und zugleich gefürchtet. Vor allem in dem Moment, in dem die Obrigkeit erkannte, dass sie für einen Gedanken standen, der der alten Fürstenherrschaft im territorial zersplitterten Deutschland gefährlich werden konnte. Die bekannten Karlsbader Beschlüsse von 1819, maßgeblich aus der Feder des österreichischen Ministers Metternich, leiteten drastische Maßnahmen gegen die Burschenschaft ein. Auch die Farben standen unter Verdacht, Aufruhr und Zwietracht gegen die gottgewollte Ordnung zu sehen, und man belegte sie mit einem Verbot. Als aufschlussreiches schriftliches Dokument über den Stellenwert dieser neuen nationalen Farben im Jahre 1819 kann das Lied »Wir hatten gebaut ein stattliches Haus« dienen. Dieses der Zerschlagung der Urburschenschaft gewidmete Lied nimmt erstmals explizit Bezug auf die deutschen Farben. In den Zeilen »Das Band ist zerschnitten« war schwarz, rot und gold. Sehen das hier? War schwarz, rot und gold. Hier ist sogar die Reihenfolge nachträglich nochmal verändert worden. Hier steht erst Rot, Schwarz und Gold und nachher wurde Schwarz, Rot und Gold raus. Treten die Farben zum ersten Mal gleichberechtigt und in der veränderten Form dann auch in der bisher bis heute gültigen Reihenfolge auf. Der Autor des Liedes war August Daniel von Binzer, ein Urburschenschafter und, so ganz nebenbei bemerkt, ein geborener Kieler. Die Urburschen wichen vor der Gewalt des sogenannten Systems Metternich, das von politischen Veränderungen, von Nationalstaat, Verfassung und Bürgerrechten nichts wissen wollte.
Für mehr als ein Jahrzehnt kehrte oberflächlich gesehen Ruhe ein in die deutschen Lande. Aber es bedurfte nur eines Funkens, eines auswärtigen Funkens, um die nationale und die Verfassungsfrage wieder virulent zu machen. Und wieder waren es die deutschen Farben, die diesem Wunsche öffentlich Ausdruck verliehen. Dieser Funke kam mit der Julirevolution 1830 aus Frankreich. Und es gehört mit Blick auf die Entwicklung der deutschen Nationalbewegung und ihrer Farben zu einem oft wenig beachteten Paradoxon. Die Urburschenschaft entwickelte zusammen mit der Turnbewegung ihren deutschen Nationalgedanken in klarer Abgrenzung zur französischen Herrschaft Napoleons. Die weiteren Impulse aber, also die Radikalisierung und der Versuch in Deutschland eine Revolution einzuleiten, kamen explizit aus Frankreich. Das hatte auch damit zu tun, dass etwa seit 1830 nicht mehr allein die Studenten den Kern der Nationalbewegung bildeten, sondern mittlerweile auch größere Teile des Bürgertums. Oder anders gesagt, 13 Jahre nach dem Wartburgfest waren etliche Urburschen nun ehrbare und politisch ambitionierte Bürger geworden. Sichtbar wurde dieser neue bürgerlich-liberale Weg der Bewegung im Hambacher Schlossfest vom 27. Mai bis 1. Juni 1832. Es war nach dem Wartburgfest das zweite bedeutende Nationalfest und hier zeigte sich weniger der abgrenzende als der verbrüdernde Nationalgedanke. Elektrisiert durch den polnischen Aufstand von 1830-31, also der Polen vor allen Dingen gegen die russische Herrschaft, und durch die zahlreichen polnischen Exilanten, die in dessen Folge nach Westeuropa gekommen waren, stand das Hambacher Fest unter dem Zeichen der sogenannten Polenschwärmerei. Und auch für Italiens frühe Nationalbewegung begeisterte man sich. Noch ist Polen nicht verloren und Italia erwacht, sangen die Deutschen bei Hambach. Mit sich führten sie neben polnischen Fahnen erstmals auch richtige deutsche Trikoloren. Also schwarz-rot-goldene, schwarz-gold-rote und auch rot-gold-schwarze Fahnen. Also so ziemlich alles, was Sie hier sehen. Hier vorne der Herr, der trägt eine polnische Kopfbedeckung. Also die Polen fielen vor allen Dingen durch die roten Kappen auf. Und ansonsten sehen Sie hier schwarz-rot-goldene Trikoloren in allen möglichen Varianten. Die Reihenfolge war also noch nicht festgelegt, was allerdings der Bedeutung der Farben als deutsche Farben nicht abträglich war. Die älteste nachburschenschaftliche deutsche Fahne, die bis heute erhalten ist, war aber bereits ein schwarz-rot-goldenes Tuch mit der Aufschrift Deutschlands Wiedergeburt. Sie wurde auch während des Hambacher Festes geführt. Sie kann mit gutem Recht als Mutter unserer heutigen Nationalflagge gesehen werden. Andere beim Fest geführte schwarz-rot-goldene Fahnen schmücken bis heute übrigens den Plenarsaal des Rheinland-Pfälzischen Landtages, hier hinter Glas, und auch den großen Sitzungssaal des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. Im Nachklang des Hambacher Festes kam es auch zu einem gewaltsamen Umsturzversuch. In Frankfurt am Main stürmten bewaffnete Studenten die Hauptwache und versuchten, die in der Stadt tagenden Vertreter der deutschen Bundesfürsten als Geiseln zu nehmen. Also das, was wir heute von modernen Terroristen auch kennen. Dieser Frankfurter Wachesturm war dilettantisch geplant und scheiterte schon nach kurzer Zeit. Die Studenten konnten immerhin fliehen, was ihnen einen symbolischen Sieg bescherte. Für die deutschen Fürsten aber war das der Anlass, wie nach 1819 eine harte Gangart gegen die liberale Einheitsbewegung zu fahren. Und auch das Verbot der deutschen Farben gehörte wieder einmal zum Repertoire des alten Regimes. Mein Lieblingsbild. Erst eine erneute, dieses Mal europaweite und vor allem tiefergreifende Revolution brachte Schwarz-Rot-Gold zu neuen Ehren. Dieses Mal 1848-49. Und dieses Mal wurden die Farben sogar zum offiziellen deutschen Hoheitssymbol. Mit der französischen Februarrevolution erreichten die Wogen der politischen Erhebung Mitte März 1848 Berlin und Wien, die beiden bedeutendsten deutschen Städte. In beiden Hauptstädten kam es zu Aufständen. Studenten, Arbeiter, Handwerker und Bürger errichteten Barrikaden, formulierten ihre Forderungen nach bürgerlichen Rechten, nach Verfassung und deutscher Einheit. Ein besonderer Tag, der 18. März, in der deutschen Geschichte, der, nebenbei bemerkt, auch ein würdiger Feiertag wäre. Das gemeinsame Zeichen der Revolutionäre war nun ganz selbstverständlich die schwarz-rot-goldene Fahne. Das galt im Übrigen auch in Schleswig-Holstein, wo am 24. März 1848 in einem dann doch eher unblutigen Akt
durch eine provisorische Regierung die Loslösung vom dänischen Gesamtstaat begann. Hier in Schleswig-Holstein wehte zwischen 1848 und 1851 das deutsche Schwarz-Rot-Gold einträchtig neben dem seit 1844 gebräuchlichen Blau-Weiß-Rot. Aber zurück ins Zentrum des Geschehens. Nicht nach Berlin, auch nicht nach Wien, sondern nach Frankfurt am Main. Hier konstituierte sich die erste deutsche Nationalversammlung mit dem Ziel, eine Verfassung für ein gemeinsames deutsches Reich zu entwerfen. Dass Schwarz-Rot-Gold die Farben des künftigen Reiches sein würden, war in diesem Gremium völlig unumstritten. Rund ein Drittel der Abgeordneten hatte, wie wir heute sagen würden, burschenschaftlichen Hintergrund. Schon beim Einzug der Abgeordneten in Frankfurt am 18. Mai 1848 waren die Straßen Frankfurts schwarz-rot-gold geschmückt. Und auch der Plenarsaal in der Paulskirche war mit diesen Farben verziert, zusammen mit einem Gemälde der Germania, deren Kleidung ebenfalls die neuen deutschen Farben zeigte. Neue deutsche Farben. Meine Damen und Herren, ich erwähnte zu Beginn meines Vortrages, dass die allermeisten Flaggen gerade der im 19. Jahrhundert entstandenen Nationalstaaten meist Zufallsprodukte waren und ihnen eine tiefere Bedeutung oder eine ältere, ehrwürdigere Vorgeschichte erst im Nachhinein verliehen wurde. Nicht anders erging es unseren schwarz-rot-goldenen Farben. Natürlich wussten die meisten Abgeordneten, dass die Farben vor nicht allzu langer Zeit noch das Abzeichen einer verhältnismäßig kleinen und im Untergrund agierenden studentischen Vereinigung gewesen waren. Schwarz, Rot und Gold waren ja sozusagen Farben einer geheimen Untergrundorganisation, die allerdings 1817, 1830, 32 und dann 1848 von der Öffentlichkeit als deutsche Farben anerkannt worden waren. Der Revolutionsdichter Freiligrath dichtete noch am 7. März 1848, also einige Tage vor den Kämpfen in Berlin, auf diese Farben. Sehr schön übrigens das Lied: In Kümmernis und Dunkelheit, da mussten wir sie bergen, nun haben wir sie doch befreit. Befreit aus ihren Särgen. Ha, wie blitzt und rauscht und rollt. Hurra, du Schwarz, du Rot, du Gold. Pulver ist schwarz, Blut ist rot, golden flackert die Flamme. Er interpretierte die Farben also in einem direkten revolutionären Kontext. Es waren für ihn also neue Farben. Die Nationalversammlung aber beschritt einen anderen Weg. Am 12. November 1848, noch weit vor der Verabschiedung einer Verfassung, beschloss das deutsche Parlament ein Flaggengesetz und erklärte die schwarz-rot-goldene Trikolore zur Handelsflagge und die gleichen Farben mit der sogenannten Gösch, einer kleinen Flagge, das ist die hier, die normalerweise am Bugspriet von Schiffen auch geführt wird, also mit diesem Gösch zusammen, wurde daraus eine Kriegsflagge. Diese Gösch zeigte einen schwarzen doppelköpfigen Adler mit rotem Schnabel, roten Fängen auf goldenem Grund. Das war, ganz klar, ein Zitat des seit dem Mittelalter mal einköpfig, mal zweiköpfig dargestellten Wappentiers der deutsch-römischen Könige und Kaiser. Und zugleich, Sie kennen ja unser heutiges Bundeswappen, das bis heute älteste in Gebrauch befindliche deutsche Hoheitssymbol. Hier nun setzte die historische Verklärung der Flaggenfarben ein. Dass die Farben der Trikolore dem alten Herrscherwappen, dass man fälschlich als ein Reichswappen interpretierte, entnommen sein, machte nun die Runde. Und weil das neue Deutsche Reich von 1848 gerne an die lange Geschichte des alten Reiches, am besten bis in die Tage Karls des Großen, anknüpfen wollte, kam die Erzählung vom Wiederauffinden des alten Reichspaniers gerade recht, ungeachtet der Tatsache, dass es viele Burschenschafter besser wussten. Hoheitszeichen nun offiziell festzulegen ist das eine. Die farbenführende Institution wie Handelsflotte, Kriegsmarine, das Heer, das aus 1848 aus ganz vielen einzelstaatlichen Kontingenten bestand, und auch die staatlichen Einrichtungen dazu zu bringen, sie auch zu führen, das ist etwas anderes. Erstaunlich gut funktionierte das in Deutschlands erster nationaler Marine, der sogenannten Reichs- oder Bundesflotte, die von 1848 bis 1852 bestand. Sie führte die Kriegsflagge mit Stolz, wenngleich nur in einem wenig bedeutenden Gefecht bei Helgoland. Die Heere der deutschen Staaten sollten sie als Kokarde ihren einzelstaatlichen Hoheitszeichen an den Kopfbedeckung hinzufügen, was insbesondere in Preußen überhaupt nicht funktionierte. Preußen war, wie wir wissen, zusammen mit Österreich der große Totengräber dieser Revolution. Nachdem 1849 in Baden der letzte radikal-demokratische Aufstand unter Schwarz-Rot-Gold niedergeschlagen worden war, kehrten die deutschen Mächte zum alten Modell des locker organisierten Deutschen Bundes zurück. Doch die deutsche Einheitsidee war nicht tot.
Im Gegenteil. Vor allem im deutschen Südwesten lebte sie weiter und in den späten 1850er Jahren trauten sich in vielen Gegenden Deutschlands wieder liberal und national gesonnene Bürger, den deutschen Dreifarb, wie er genannt wurde, zu flaggen. Als beispielsweise preußische und österreichische Truppen im Winter 1864 gemeinsam zugunsten der schleswig-holsteinischen Bewegung einen zweiten Krieg gegen Dänemark führten, kamen die bereits 1848 gezeigten Farben auch dort wieder zu Ehren. Der spätere 99-Tage-Kaiser Friedrich schrieb in seinem Tagebuch über seine Eindrücke, Zitat, Hauptquartier Sieverstedt, den 6. Februar 1864. Sobald wir uns der Stadt Schleswig näherten, wehte nichts anderes wie die schleswig-holsteinischen Farben, hier und da auch eine deutsche. Und mit der deutschen kann eben damals nur Schwarz-Rot-Gold gemeint gewesen sein. Zwei Jahre später, 1866, kam es zum Krieg zwischen Preußen und Österreich, die jeweils eine größere Anzahl an deutschen Verbündeten in den Heeren versammelten. Es war sozusagen der Krieg Klein gegen Großdeutschlands, der Krieg der Hohenzollern gegen die Habsburger. Hier begann, was noch bis ins 20. Jahrhundert hinein bei uns in Klein- und Reichsdeutschland, wenn der Begriff hier für uns mal erlaubt sei, weitgehend unbekannt ist, nämlich die Tatsache, dass die schwarz-rot-goldenen Farben seit 1866 und über die Zeit des preußischen Kaiserreiches von 1871 bis 1918 hinaus in Österreich als Hoffnungszeichen einer deutschen Wiedervereinigung populär waren. Die österreichischen Truppen trugen zusammen mit ihren bayerischen, württembergischen, hannoverschen Verbündeten im Krieg von 1866 als gemeinsames Feldzeichen eine schwarz-rot-goldene Armbinde. Preußen aber gewann den Krieg und den darauffolgenden deutsch-französischen Krieg ebenso. Mit der Kaiserproklamation von Versailles, Januar 1871, begann das Zweite Deutsche Kaiserreich. Wir können es im Sinne dieses Vortrages als das schwarz-weiß-rote Reich bezeichnen. Denn diese Flagge war es ja, die Bismarck seinem König bereits 1865 als Zeichen des Norddeutschen Bundes und dann als Zeichen des Preußisch-Deutschen Reiches vorschlug. Ich habe gerade das Bild hier gewählt, das ist ganz interessant, weil das ja die Armbinde bayerischer Truppen im Krieg gegen Preußen war. Vier Jahre später kämpfen die Bayern nun auf Seiten Preußens gegen Frankreich und das Erste, was sie machen, als die neue deutsche Flagge festgelegt ist, das sind nämlich auch bayerische Truppen, ist diese Flagge hier zu hissen. Sie sehen also, wie leicht die Bayern davon zu überzeugen waren, eine neue Flagge anzunehmen. Heute wäre es schwierig. Diese Flagge jetzt, schwarz-weiß-rot, diese Farben, waren ein, offen gestanden, auch für die Zeitgenossen nicht ganz eindeutig zu entzifferndes Konstrukt. Der Notwendigkeit geschuldet, dass die Norddeutsche und dann später die deutsche Handelsflotte ein international anerkanntes Hoheitszeichen brauchte. Schwarz und Weiß entstammten zweifellos der preußischen Flagge. Das Rot zusammen mit dem Weiß erklärte Bismarck, je nach Adressaten, er war Diplomat, unterschiedlich. Den nicht-preußischen Mitgliedern des Reiches gegenüber waren es die Farben der wichtigsten seefahrenden Bundesstaaten, also vor allem der Hansestädte. Weiß und Silber und Rot sind ja die Hansefarben. Sein König, der ja viel lieber Preuße als Deutscher war, macht er sie als alte brandenburgische Farben schmackhaft. Triviales am Rande, wieder Bayern, ein deutscher Heraldiker schlug alternativ 1871 eine schwarz-weiß-blaue Flagge vor, um den zweitgrößten Bundesstaat Bayern mit zu berücksichtigen. Ich weiß nicht, ob ihm klar war, dass Bayern dann also auch keinen besonders großen Anteil an der Handelsflotte gestellt hätte, aber gut. Aber, und das ist interessant, auch eine schwarz-gold-rote Trikolore wurde diskutiert. Einmal wieder mit dem Verweis auf das Reichswappen, das auch im Zweiten Kaiserreich einen schwarzen, rot bewehrten Adler auf goldenem Grund zeigte und einmal mit der stillen Hoffnung, dass Österreich doch irgendwann wieder einmal zum Reich dazustoßen könnte. Dazu aber kam es nicht. Die Geschichte der schwarz-weiß-roten Flagge ist hier ja eigentlich nicht das Thema, aber man kommt um sie nicht recht herum. Wichtig für die weitere Geschichte ist es, deutlich zu machen, wie stark die schwarz-weiß-roten Farben, die anfänglich wenig von den Deutschen beachtet und geachtet wurden, vor allem durch die Marinebegeisterung Wilhelms II. Und dann durch die patriotischen Höhenflüge im Ersten Weltkrieg an Bekanntheit und Beliebtheit gewannen. Das galt weniger für die einfache Handels- und Nationalflagge, also für die schwarz-weiß-rote Trikolore, mehr aber für die Kriegsflagge, die die Trikolore mit eisernem Kreuz, preußischem Adler und der dem Deutschen Orden entnommenen schwarzen und weißen Kreuzflagge kombinierte.
Es war diese überwältigende Sympathie, zusammen mit dem Unwillen 1918 die militärische Niederlage einzugestehen, die es mit der Gründung der ersten Deutschen Republik von 1919 so schwer machte, zu einer gemeinsamen deutschen Flagge zu finden, die dem republikanischen und demokratischen Neuanfang gerecht wurde. Die Flaggenfrage in der Weimarer Republik war ein regelrechter Flaggenstreit. Und sie ist ein Beispiel dafür, dass Hoheitssymbole eben kein Beiwerk, keine Nebensächlichkeit sind, sondern Ausdruck politischer Gesinnungslagen. Noch in der 1919 in Kraft getretenen Reichsverfassung einigte man sich mehrheitlich auf Schwarz-Rot-Gold als neue nationale Farben. Gegenwind kam von der Rechten in Gestalt der Monarchisten und der Nationalliberalen sowie von links durch die Kommunisten, die ihre rote Revolutionsfarbe bevorzugten. Das Zentrum, die katholische Partei, war 1919 in der Flaggenfrage gespalten und sie sollte es eigentlich durchgehend bis 1933 dann bleiben, wo ein Österreicher dann die Flaggenfrage erneut entschied. Auf seine Weise. Der Flaggenstreit bestimmte über weite Strecken hinweg das politische Klima der Republik. Ein erster, völlig unbefriedigender Kompromiss von 1921, der wieder beide Farben zuließ, also sowohl Schwarz-Rot-Gold als auch Schwarz-Weiß-Rot, wurde bereits 1926 nach Friedrich Eberts Tod noch stärker zugunsten einer Gleichberechtigung beider Flaggen erweitert, indem, man höre und staune, beispielsweise in den deutschen Vertretungen im Ausland die schwarz-rot-goldene Nationalflagge nicht mehr ohne die gleichberechtigte schwarz-weiß-rote Handelsflagge gehisst werden durfte. Zur See führten die Handelsschiffe die schwarz-weiß-rote Flagge, an Land sollten die Deutschen die schwarz-rot-goldene Flagge führen. Im Reichspräsidentenwahlkampf von 1925 hatten sich die beiden einander gegenüberstehenden Parteibündnisse sogar Namen mit Bezug auf diesen Flaggenstreit zugelegt. Die Deutschnationale Volkspartei, die Deutsche Partei und die Bayerische Volkspartei und die noch junge NSDAP standen als Reichsblock Schwarz-Weiß-Rot gegen den Volksblock Schwarz-Rot-Gold von SPD, Deutscher Demokratischer Partei und Zentrum. Wir sehen hier zwei Beispiele, wie man also auf den Wahlplakaten mit den Farben geworben hat. Vor allem die SPD, zusammen mit Teilen des Zentrums und der DDP, versuchten zudem durch die Gründung einer eigenen, der SA der Nationalsozialisten, dem Stahlhelm und dem kommunistischen Rotfrontkämpferbund entgegenwirkenden paramilitärischen Vereinigung, dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, den Gegnern der Republik ab 1924 sichtbar etwas entgegenzusetzen. Diese beiden gegensätzlichen Flaggen wurden, wie Sie gleich exemplarisch sehen können, häufig auf Wahlplakaten benutzt, wobei insbesondere die radikale Rechte es nicht unterließ, Schwarz-Rot-Gold verächtlich zu machen. Also Sie haben hier links, Sie sehen das hier, den kleinen republikanischen Reichsadler mit Schwarz-Rot-Gold und hier den alten Monarchistenadler, das ist also ein Wahlplakat der DNVP, wählt Schwarz-Weiß-Rot, ist sogar noch das Wahlprogramm, interessantes Wahlprogramm übrigens. Und hier links, auch interessant, da wird sogar die Marinethematik aufgegriffen, also hier ein U-Boot mit schwarz-weiß-roter Flagge, das also hier das mit Schwarz-Rot-Gold geflaggte Schiff Schiebertum und Bolschewismus durch die Torpedo-Reichstagswahl dann versenkt. Ist interessant, also Sie müssen sich vorstellen, Schwarz-Rot-Gold waren immer noch die offiziellen Farben des Reiches, die Verfassungsfarben, und so konnte man in der Weimarer Zeit mit diesen Farben umgehen. Also das spricht nicht dafür, dass diese Farben insgesamt mehrheitlich jedenfalls nicht beliebt waren. Versuche renommierter Heraldiker wie Ottfried Neubecker, zu dem muss ich kurz was sagen, ich weiche kurz ab, das ist der Herr hier oben, das ist eine ganz interessante Gestalt. Wir sind jetzt in den 20er Jahren, ich spreche gerade von Ottfried Neubecker und Sie sehen hier einen Herrn mit Bundesverdienstkreuz. Der Mann ist tatsächlich unheimlich alt geworden und hat sowohl in der Weimarer Zeit als auch im Dritten Reich als auch in der Nachkriegszeit unsere Flaggenkunde beherrscht und bereichert. Also eine ganz interessante Gestalt. Wer sich damit beschäftigt, an Ottfried Neubecker kommt keiner vorbei. Also, Ottfried Neubecker hatte 1926 versucht, durch den Entwurf einer Reichseinheitsflagge diesen Flaggenstreit zu beenden. Er legte dazu zwei Entwürfe vor. Der erste war eine schwarz-gold-rote Trikolore, die einmal durch ihre heraldisch korrekte Kombination der Farben, nämlich rot und schwarz, geteilt durch ein Metall, das ist ja so eine heraldische Regel,
wie auch durch die optische Nähe zur Kombination Schwarz-Weiß-Rot. Also nur das Gold hätte man sich dann weiß vorstellen können, umgekehrt, also ein optischer Trick. Also durch diese Nähe hat er jedenfalls versucht, die Skeptiker der schwarz-rot-goldenen Flagge zu überzeugen. Es gibt noch einen zweiten Entwurf, den sehen Sie rechts, ein rotes, golden umrandetes skandinavisches Kreuz aus schwarzem Tuch. Dieser Entwurf wird uns noch beschäftigen. Dazu sage ich erstmal nichts, aber er war 1926 mal in die Welt gebracht. Meine Damen und Herren, ich hatte bereits angedeutet, dass Schwarz-Rot-Gold nach 1871 in Österreich zu einem Zeichen des gesamtdeutschen Wunsches wurde, sich eines Tages mit den deutschen Brüdern wieder zu vereinigen. Der Traum schien 1919 für kurze Zeit zum Greifen nahe, als sich der deutschsprachige Teil des Habsburger Reiches als Deutsch-Österreich konstituierte und den Anschluss an das Reich forderte. Bekanntlich verweigerten die Alliierten diesen Deutschen das, was sie anderen Völkern erlaubte. Die Republik Österreich entstand als eigener Staat mit der bis heute bekannten rot-weiß-roten Flagge. Noch 1919, wie wir sehen, hatte Deutsch-Österreich Schwarz-Rot-Gold als Nationalfarben angenommen und sie blieben die Farben der sogenannten Großdeutschen Partei in der Alpenrepublik. Wie stark Schwarz-Rot-Gold auch im eigentlichen Reich, also im eigentlichen Deutschen Reich, in unserem kleinen Deutschland, gewesen war, das zeigt ein Zitat, das 1918 von der äußersten Rechten, von der sogenannten alldeutschen Bewegung überliefert ist. Diese Bewegung hat dann ganz schnell Schwarz-Weiß-Rot natürlich als ihr Zeichen anerkannt. Aber für eine Sekunde, exakt am 9. November 1918, gingen mit diesen Alldeutschen sozusagen die Fehde durch und sie fanden doch Schwarz-Rot-Gold gar nicht so schlecht, weil es diesen großdeutschen Gedanken hatte. Und diese Alldeutschen, die dann später in der Deutschnationalen Volkspartei aufgingen und zu dieser schwarz-weiß-roten Fraktion gehörten, schrieben am 9. November, am Revolutionstag, ein Flugblatt in Berlin, da stand drauf: Die Geburtsstunde Großdeutschlands naht, jubelt den alten schwarz-rot-goldenen Farben zu, schmückt wie Wien, die hatten das nämlich schon gemacht, eure Häuser mit den schwarz-rot-goldenen Fahnen, tragt Schleifen und Bänder schwarz-rot-gold und zeigt aller Welt von Aachen und Königsberg bis Bozen, Klagenfurt und Laibach, ein großes Programm, dass wir sind ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennend und Gefahr. Ja, wie aber gesehen, war die Begeisterung auf der äußersten Rechten für Schwarz-Rot-Gold zumindest im Deutschen Reich nur kurz. Die gesamte deutsche Rechte hielt dann bald wieder am preußisch-deutschen Schwarz-Weiß-Rot fest. Vor allem auch jene Gruppe, und das ist interessant, die Schwarz-Rot-Gold eigentlich 1813 aus der Taufe gehoben hatte, nämlich die studentischen Verbindungen, namentlich die Burschenschaft. Interessanterweise hatten sowohl die Studenten als auch die noch wesentlich schwarz-rot-gold geprägteren Turnvereine nach 1871 völlig freiwillig nach und nach Abstand von den alten Farben genommen und die neuen schwarz-weiß-roten Farben als Nationalfarben akzeptiert. In der Weimarer Republik jedenfalls waren die politischen Fronten klar und deutlich durch die Akzeptanz und die Ablehnung von Flaggen gekennzeichnet. Ja, die müssen natürlich auch vorkommen. Das Aufkommen der Nationalsozialisten fügte diesem Streit nur noch ein weiteres Symbol hinzu. Die Hakenkreuzflagge. Sie ist dabei ein ganz interessanter Gegenstand, der allzu oft wegen seiner bewusst gewählten Farben, nämlich schwarz-weiß-rot, allein in die Ecke der autoritären Rechten gestellt wird. Das ist aber ja nur die Hälfte der Symbolsprache. Die andere, das deutlich dominantere rote Grundtuch, hatten die Nationalsozialisten recht unverblümt einfach den Kommunisten geklaut. Mit dieser Taktik, dem Gebrauch von Symbolen, die opportun erschienen, bestimmte Wählerschichten anzusprechen, also in diesem Falle die Arbeiter, fuhren übrigens auch die österreichischen Nationalsozialisten gut. Die machten dort in der Zeit der Österreichischen Republik sogar manchmal Werbung mit Schwarz-Rot-Gold, weil das natürlich dort die gesamtdeutschen Farben waren. Während des Zweiten Weltkriegs zeigte sich, dass unter den Deutschen, und hier zählten die Österreicher ja kurzzeitig wieder hinzu, die zwar erst jung, aber dann seit 1935 offiziellen, oder 1933, 1935 kam die Übergangszeit, die offiziellen nationalsozialistischen Hoheitssymbole einen hohen Status genossen. Vor allem in der Zeit bis 1942, in der die Hakenkreuzflagge eben mit militärischen Erfolgen verbunden war. Der deutsche Widerstand hatte es da schwer, mit eigenen Symbolen gegenzuhalten.
Deutsche Exilanten in Frankreich versuchten zum Beispiel 1940 mit dem Abwurf von Flugblättern durch französische Flugzeuge deutsche Soldaten zum Überlaufen zu bewegen. Sie versahen das Blatt mit einem schwarz-rot-goldenen Rand, eine Botschaft, die von den Wehrmachtssoldaten überhaupt nicht mehr verstanden wurde. Und auch das bekannte Nationalkomitee Freies Deutschland, eine von der Sowjetunion aus ehemaligen Wehrmachtsangehörigen und deutschen Kommunisten gebildete Exilorganisation, benutzte dann zum besseren Verständnis die schwarz-weiß-roten Farben. Die Proteste der deutschen Kommunisten, namentlich Walter Ulbricht, die eigentlich schwarz-rot-gold, die schon Schwarz-Rot-Gold ja eigentlich als Zumutung empfanden, sie wollten eigentlich rot, und jetzt zwangen die Sowjets nun die deutschen Kommunisten in dem Schwarz-Weiß-Rot, aber diese Protesthaltung prallte an den tonangebenden Sowjets ab. Die sagten, passt auf, ihr wollt die Wehrmachtssoldaten anlocken, da könnt ihr nicht mit Schwarz-Rot-Gold kommen. Schwarz-Weiß-Rot sind die Farben auch des deutschen Widerstandes. Dennoch hat es ein schwarz-rot-goldenes Widerstandszeichen gegeben. Und die Geschichte dieses Symbols ist in diesem Vortrag eine Geschichte in der Geschichte. Der Zentrumspolitiker und Jurist Josef Wirmer ist der Urheber dieser Flagge. Sie sehen hier die Originalentwürfe Wirmers, die sind im Archiv für christliche Demokratie in St. Augustin und die haben sich bis heute erhalten. Sie stammen von 1944 und entstanden im Rahmen der Vorbereitung des Attentats vom 20. Juli. Wirmer war in dieser erhofften neuen Regierung, also nach dem Umsturz, als Justizminister vorgesehen. Und als einziger der Verschwörer hielt er es offensichtlich für notwendig, diesem Nach-Hitler-Reich eine neue Flagge zu verpassen. In diesem Entwurf, den übrigens die anderen Verschwörer wahrscheinlich nie zu Gesicht bekommen haben, kombinierte Wirmer die deutschen Farben, also die republikanischen Farben, Schwarz-Rot-Gold, in einer Optik, die aus der skandinavischen Kreuzflagge entlehnt war. Ne, kennen Sie von Norwegen. Wir erinnern uns aber auch noch an den Entwurf des Heraldikers Neubecker von 1926, der eine ganz ähnliche Flagge mit einer anderen Farbkombination entworfen hatte. Ob Wirmer diesen Entwurf kannte, wissen wir nicht. Der Bruder Wirmers, der anders als Josef Wirmer den Krieg überlebte, konnte über das Entstehen noch einiges berichten. Vor allen Dingen, dass seinem Bruder die christliche Grundaussage eben durch das Kreuz der Flagge besonders wichtig war. Die Kreuzform, die Josef Wirmer selbst noch einmal überarbeitete, also hat hier nochmal engere schwarze Ränder hinzugefügt und einige werden diese Flagge dann vielleicht auch mit einer anderen Verbindung bringen, also jedenfalls diese nachträgliche Änderung, rückte diesen Entwurf Wirmers in eine erstaunliche Ähnlichkeit zur Kriegsflagge der Wehrmacht. Wissen Sie, wo hier einfach das Hakenkreuz drauf war und hier oben das Eiserne Kreuz. Und man vermutet, dass Wirmer diesen Kunstgriff gemacht hatte, um diese schwarz-rot-goldene Flagge nun den preußisch gesinnten Militärverschwörern irgendwie schmackhaft zu machen. Also Sie sehen, wie man Flaggen sozusagen auch ein bisschen modellieren kann, dass man denkt, ach, das könnte denen dann vielleicht doch besser gefallen. Die Verschwörung vom 20. Juli, das wissen Sie, scheiterte und Josef Wirmer wurde wie die anderen auch ergriffen und verurteilt und hingerichtet. Aber seine Flagge, und das ist spannend, die sollte ihn überleben. Das Dritte Reich ging unter, 1945. Ob damit auch Deutschland unterging, ist bis heute umstritten. Ein deutsches Staatswesen jedenfalls gab es ja zwischen 1945 und 1949 nicht. Insofern stellten sich unseren Verfassungsvätern und Müttern, ebenso übrigens wie jenen in der sowjetischen Zone, also in der späteren DDR, die Frage nach einem Hoheitssymbol. Und wie stark auf beiden Seiten, trotz ideologischer Gegensätze, der deutsche Einheitsgedanke war, zeigt sich darin, dass beide deutsche Staaten, also Bundesrepublik und DDR, zwischen 1949 und 1959 tatsächlich die gleiche Flagge führten, nämlich Schwarz-Rot-Gold. Also erst 1959 ergänzte dann die DDR ihre Flagge durch dieses bekannte Wappen mit dem Ehrenkranz und dem Zirkel und dem Hammer. Bis dann, gleiches Symbol. Einige werden sich noch erinnern, 1962 zur Olympiade gab es noch so einen Kompromiss, mit den weißen olympischen Ringen im roten Streifen, als die Mannschaften zum letzten Mal zusammen einmarschierten. Aber danach war Schluss mit der gemeinsamen Flagge. Dieser Einheitsgedanke, der hier so sichtbar wird, interessantes Plakat übrigens der SPD, der darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auf beiden Seiten auch Versuche gab, symbolisch einen völligen deutschen Neuanfang zu wagen. Am überraschendsten, da bin ich ehrlich gesagt noch dran, mögen die Vorschläge auf Seiten der DDR sein, die 1948-49 sowohl an die Einführung eines Adlerwappens dachten,
Die wollten also einen Adler einführen, interessanterweise mit der Blickrichtung nach Osten, so wie der Wehrmachtsadler. Aber das ist ein interessantes Zitat. Und auch die DDR spielte kurzzeitig mit der Idee, die schwarz-weiß-rote Flagge einzuführen, wie sie ja das Nationalkomitee Freies Deutschlands auch geführt hatte. Aber am Ende entschied dann die SED für Schwarz-Rot-Gold und dann, das wissen Sie, später dann auch für ein modifiziertes Wappen nach kommunistischem Vorbild. Die hatten übrigens erst nur so einen Hammer im Ehrenkranz und das sah tatsächlich ein bisschen aus wie, weiß ich nicht, wie die Maurerinnung. Und dann haben sie halt noch so einen Zirkel dazu genommen. Auch, und das ist interessant, in der Bundesrepublik war Schwarz-Rot-Gold zunächst, also wir sind auf einer unmittelbaren Nachkriegszeit, nicht unumstritten. Man gab sogar Umfragen im Auftrag, die zeigten, dass Schwarz-Weiß-Rot, zumindest in Norddeutschland und, wir sind nicht überrascht, vor allem in Schleswig-Holstein, mit weit über 70% einer schwarz-rot-goldenen Flaggenlösung vorgezogen wurde. Also auch 1947, 48. Eine große Mehrheit allerdings der Befragten zeigte überhaupt kein Interesse an der Frage nach einem neuen Nationalsymbol. Man hatte schlichtweg keinen Sinn mehr für solche Fragen angesichts der materiellen und der psychischen Trümmer des Dritten Reiches. Wie wir wissen, wurde mit dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland Schwarz-Rot-Gold nach 1848 und 1919 zum dritten Mal das Nationalsymbol eines deutschen Staates. Die Farben waren bei fast allen Parteien 1948 im Westen unumstritten. Das Aussehen der Flagge schon. Die CDU brachte bis 1949 immer wieder den Entwurf von Josef Würmer, etwas modifiziert hier, als Vorschlag für eine neue deutsche Flagge auf, aber immer ohne Erfolg. Man kann es dann Pragmatismus nennen, jedenfalls hatten die Christdemokraten auch nach ihrer Abstimmungsniederlage noch eine Verwendung für Würmers Schöpfung. In leicht veränderter Form und um ein Parteiwappen ergänzt, wurde Würmers Entwurf die offizielle CDU-Parteiflagge, bis sie etwa so 1968 stillschweigend ad acta gelegt wurde. Übrigens nur stillschweigend, also sie wurde nicht außer Kraft gesetzt, sie wäre oder sie ist theoretisch noch heute die Parteiflagge der CDU. Und als Randnotiz habe ich jetzt nicht gezeigt, auch die FDP legte sich 1952 eine Parteiflagge zu, die an Würmer angelehnt war. Bis 1952 auch aufschlussreich waren die Parteifarben der FDP schwarz-weiß-rot. Wie wir wissen, eine Partei, in der sich sehr viele ehemalige Nazis nach 1945 tummelten. Aber trotz eben dieser Versuche der CDU nach 1949 setzte sich diese einfache schwarz-rot-goldene Trikolore, wie wir sie heute noch haben, durch. Im Westen war der Sieg der Fußballnationalmannschaft von 1954 wohl das Ereignis, an dem diese Farben erstmals wieder mit einem positiven Ereignis verbunden waren. Und man muss mit Blick auf die jüngere Vergangenheit ganz nüchtern feststellen, dass Fußball, Europa und Weltmeisterschaften tatsächlich die entscheidenden Motoren sind, auch bei der jüngeren Generation die deutschen Farben wieder populär zu machen. Auch wenn einem als politischer Mensch das Herz bluten mag, der Fußballpatriotismus, den wir seit 2006 erleben, ist ja durchaus ein wichtiger Schritt gewesen, den Deutschen zu einem maßvollen, aber eben auch wieder sichtbaren Patriotismus zu verhelfen. Das heißt übrigens nicht, dass Schwarz-Rot-Gold in unserer jüngeren Geschichte immer nur zu unpolitischen Anlässen hervorgeholt wurde. Uns allen steht vielleicht, zumindest aus Geschichtsbüchern, das Bild der aufständischen Arbeiter in der DDR von 1953 vor Augen, die also mit schwarz-rot-goldenen Fahnen unter dem Brandenburger Tor den sowjetischen Panzern entgegenmarschierten. Und auch der 9. November 1989 ist mit unseren Farben verbunden. Damals existierte kurzzeitig eine eigene, interessanterweise unter Flaggenkundlern als solche durchaus ernst genommene Variante, nämlich eine DDR-Flagge, der man das kommunistische Hoheitssymbol herausgeschnitten hat. Ähnliche Flaggenschöpfungen gab es auch 1919 in Ungarn und Rumänien. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen ist von diesen jahrhundertüberspannenden Farbenspielen nicht der rote Faden entglitten. Sie werden bemerkt haben, dass Flaggen und vor allem Flaggenwechsel Geschichten unter einem besonderen Blickwinkel erzählen können. Sie erfassen nicht alle Aspekte der Geschichte. Wirtschaftliche und auch soziale Faktoren erfasst die Flaggenkunde bestimmt nicht oder nicht immer oder kaum. Was indes Flaggen und der Streit um diese Farben sehr gut zum Ausdruck bringen, das ist die Sensibilisierung dafür, dass Geschichte vor allem durch die Geschichte von politischen Entscheidungen, von Alternativen und von Optionen, versinnbildlicht jeweils durch verschiedene Flaggen,
ist. Man mag nun fragen, ob diesem Wissen um die Entstehung der schwarz-rot-goldenen Flagge irgendein praktischer, irgendein gegenwärtiger Nutzen zukommt. Ich bin davon überzeugt, denn es gibt Grunderkenntnisse aus dieser Geschichte, wie auch aus der Geschichte anderer vergleichbarer Symbole. Die Farben eines Landes, einer Nation, einer politischen Gemeinschaft kann man verordnen, sie in Grundgesetzen festhalten. Das sagt leider überhaupt nichts darüber aus, ob diese Farben dann auch genutzt, vor allem aber, ob sie akzeptiert und mit Leben gefüllt werden. Wer in den vergangenen Jahren aufmerksam die Nachrichten verfolgt hat, dem wird nicht entgangen sein, dass im Rahmen der Protestbewegung von Pegida und Co. eine ganze Reihe von Flaggen mitgeführt wurden, die wir heute schon kennengelernt haben. Neben unserer offiziellen schwarz-rot-goldenen Flagge wird vor allem die Würmer-Flagge häufig gezeigt. Sie wird dort als Widerstandsflagge begriffen, trägt oft genug im Handel, wo es sie wieder gibt, auch diesen Namen und wird als ergänzendes Symbol der deutschen Nationalflagge beigestellt. Neben Reminiszenzen an das schwarz-weiß-rote Kaiserreich, die man in diesen Demonstrationen auch findet, findet man gelegentlich auch eine umgedreht geführte gold-rot-schwarze Flagge mit sich. Die Interpretation dieser Flaggenführung ist nicht ganz einfach. Ein Teil der Experten, der Flaggenkundler, fühlt sich an den US-amerikanischen Flaggengebrauch erinnert, bei dem die Nationalflagge als Nothilfesymbol umgekehrt zu Flaggen ist. Ich persönlich möchte darauf hinweisen, dass die umgekehrte Farbreihenfolge durchaus eine historische Variante unserer Trikolore ist, die wir zum Beispiel bis heute von einer Jenaer Verbindung verwendet. Der Gebrauch jedenfalls umgewendeter Flaggen, also offizieller Flaggen, die man bewusst umwendet, steht aber wohl so oder so für den Wunsch nach grundsätzlicher Veränderung, was auch immer das im Rahmen dann dieser Opposition der Straße bedeuten soll. Schließlich, ich habe leider kein Bild gefunden, aber glauben Sie mir, schließlich führen Teile dieser neurechten Demonstrationsszene tatsächlich auch Kopien der Jenaer Urburschenfahne mit sich. Hier schließt sich ein Kreis und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass diese Bewegung, wenn es denn eine einheitliche Bewegung ist, zumindest profund in der Lage ist, deutsche Flaggenzitate aufzugreifen. Darin ist sie leider dem kerndemokratischen Deutschland voraus. Denn lassen Sie mich das an einem Beispiel zeigen. Die Würmer-Flagge war, wie gezeigt, bis 1968 und formal bis heute die Flagge der Christlich-Demokratischen Union. Sie wird diese ohne weiteres nie wieder sein. Und zwar deshalb, weil sich die Partei dieses Symbol christlich-demokratischen Widerstandes, aus welchem Grund auch immer, einfach aus der Hand hat nehmen lassen. Diese Leute tragen es jetzt. Und die meisten Mitglieder der CDU wissen gar nicht, dass das ihre Parteiflagge ist. Wer die Zeichen, die er sich selbst gewählt hat, nicht mehr zeigt, der gerät in Gefahr, sie zu verlieren. Das ist doch schön, oder? Ist aber ein Morgenrot, keine Abenddämmerung. Sie sehen, meine Damen und Herren, es gibt viele und vor allem ganz praktische, ganz notwendige Gründe, gelegentlich einen Gedanken an unsere nationalen Symbole und ihren Gebrauch zu verschwenden. Denn wenn erst einmal die schwarz-rot-goldenen Farben, die wie keine zweiten unserer Geschichte für Einigkeit und Recht und Freiheit, für Demokratie und für Republik stehen, erfolgreich gekapert worden sind, dann stehen die demokratischen Patrioten, wir alle, nämlich mit leeren Händen da. Ich habe Ihnen eine schwarz-rot-goldene Geschichte erzählt und viele werden bemerkt haben, dass sie in den vergangenen 200 Jahren weitaus vielfältiger, vor allem aber ausdauernder war, als die oft genug uns als übermächtig präsentierte schwarz-weiß-rote Geschichte. Unsere Farben, Schwarz-Rot-Gold, wehten, wenn ich jetzt mal die DDR-Variante ausnehme, über keinem Gulag und über keinem KZ. Unter ihnen wurde kein Angriffskrieg geführt und eher wurden dreimal in unserer Geschichte demokratische Verfassungen erarbeitet. Meine Damen und Herren, vom Uniformrock der mecklenburgischen Ritterschaft zum demokratischen Einheitssymbol für uns Deutsche war es ein langer Weg. Ich würde es begrüßen, wenn die Etappen dieses Weges, und das Wartburgfest gehört dazu, zumindest gelegentlich auch mal offiziell gewürdigt werden würden. Das haben wir heute gemeinsam getan und dafür danke ich Ihnen. Ja, lieber Jan, und wir danken dir für den Vortrag und dafür, dass du mit diesem Vortrag eben ein zentrales Thema der deutschen Geschichte mal in einem Rahmen wie diesem genauer und intensiver beleuchtet hast. Ja, meine Damen und Herren, jetzt ist es bei uns immer so, dass die Gelegenheit für Fragen besteht und zur Diskussion. Und ich habe in der zweiten Reihe schon eine erste erhobene Hand gesehen und
Da sehe ich noch eine und Herr Jankwitz steht auch schon mit einem Mikrofon bereit. Der kommt jetzt mal rum und dann dürfen Sie Ihre Fragen an den Referenten stellen. Ja, hallo Jan. Hallo Jürgen. Zwei Fragen habe ich. Erstens, wo lässt sich die Uhrflagge besichtigen, also die du da vorgestellt hast? Bisschen näher ran, glaube ich. Ach so, okay, bisschen näher ran. Und die zweite Frage ist, waren andere Farben überhaupt im Gespräch damals oder nur diese drei Farben oder vielleicht auch eventuell andere Farben? Ja, also diese zwei urburschen Farben, also die ganz alte von 1815 und die andere von 1816 existieren noch, die haben tatsächlich die Zeiten überdauert. Die Nazis haben sie nicht zerstört, aber phasenweise mal einkassiert und die sind jetzt in der Jena, also im Besitz der Jena Urburschenschaft, allerdings die Originale entsprechend verwahrt. Die müssen auch mit so einer Netzstruktur gestärkt werden. Sie können sich vorstellen, das sind 200 Jahre alte Textilien, die fallen sonst auseinander, aber die gibt es noch. Andere Farben, wie gesagt, waren im Grunde genommen nicht im Schwange. Es war dieses Schwarz und Rot, die 1813 aufkam. Denen stand noch keine anderen Farben entgegen. Es ist ja so, also wenn ich jetzt nochmal kurz farbsymbolisch werden darf, Schwarz und Rot sind natürlich auch starke Symbole für Bewegungen, die etwas verändern wollen. Ich sage immer, in diesem Kreis kann ich das ja tun, also gucken Sie sich mal an, mit welchen Farben die Autonomen auf die Straße gehen. Das ist Schwarz und Rot. Und die Autonomen von 1813, das waren in gewisser Hinsicht die Burschenschafter. Also diese Farben sind halt Aufstandsfarben. Und dann kommt das Gold dazu und dann hatten man die Farben. Also Alternativen dazu hat man nicht. Alle anderen Farben, die wir haben, gerade Weiß oder Blau oder Grün, sind im Grunde genommen zu ruhig für eine revolutionäre Bewegung. Also eine burschenschaftliche Bewegung unter Grün und Blau hätte ich mir überhaupt nicht vorstellen können. Das wäre also eine Kleingärtnertruppe gewesen, also ohne den Kleingärtnern zu nahe zu treten. Aber diese Farben hätten nicht funktioniert. Ja. Die nächste Frage. Ich hätte ganz gerne gewusst, nach der Wiedervereinigung gab es denn irgendwann mal eine Diskussion darüber, die Wiedervereinigung quasi in der Flagge darzustellen, sprich also 16 Sterne oder weiß ich, irgendwas damit einzubauen. Ist das jemals diskutiert worden? Hat Herr Kohl oder so nicht solch eine Idee gehabt? Es gab einen interessanten halboffiziellen Entwurf, der auf der Straße entstand. Da entstehen ja die interessantesten Dinge. Wir hatten ja schon diese Flagge mit dem rausgeschnittenen. Es gab kurzzeitig mal, ja, die Älteren, da zähle ich mich auch dazu, wir erinnern uns damals, es gab so kurzzeitig die Idee, ja, Wiedervereinigung kommt vielleicht in 10 Jahren, wir machen erstmal sowas wie eine Konföderation. Und es gibt die skurrile Flagge, die ist dann gezimmert worden, dass die eine Hälfte ist der Bundesschild, der Bundesadler und rechtes Teil des DDR-Wappens. Aber der Wiedervereinigung war klar, Schwarz-Rot-Gold ist die Farbe. Und ich habe es ja auch gezeigt, die DDR selbst hat ja auch Schwarz-Rot-Gold geführt bis 1959 und da war das klar. Was nicht ausschließt, dass solche Ideen immer mal wieder im Schwange sind, mit den Sternen oder so, ne? Das ist klar. Ja, jetzt habe ich eine Frage hier in der ersten Reihe von Herrn Petersen und dann der Herr mit dem roten Pullover und dann die Dame. Wie das ist und zum anderen, für mich ist schwarz die Farbe der Anarchisten und rot ist eindeutig die Farbe der Kommunisten. Genau. Und es ist schon interessant, dass unser Land die beiden Farben drin hat. Genau. Also Ihre zweite Frage, ich hatte ja schon kurz darauf, bin da auf Eingang, Sie haben schon recht, also schwarz und rot sind, also vielleicht nicht, rot ist sicherlich nicht als kommunistische Farbe gedacht gewesen, 1813, den Kommunismus gab es in der Form noch nicht, aber natürlich sind es beides kämpferische Farben. Und dass die Burschenschaft sie hatte, dass die Kommunisten sie später hatten, dass die Anarchisten es hatten, das ist einfach, das ist natürlich, wir haben halt nicht viele Farben zur Verfügung, um sowas auszudrücken. Tod ist schwarz, Blut ist rot, fertig, die kämpferische Flagge. Haben Sie recht. Belgien ist ein interessantes Thema. Die belgische Flagge ist ja ein Tick älter, sie entsteht 1830 mit der Geburt des Staates Belgien. Und die Belgier haben sich immer aufgeregt, dass die Deutschen Schwarz-Rot-Gold hatten. Und sie wollten den Deutschen 1949 sogar verbieten, diese Flagge wieder anzunehmen. Nun ist die belgische Flagge ja völlig anders entstanden, nämlich so wie viele andere Flaggen auch, so wie Polen zum Beispiel, sind schlicht und ergreifend die Wappenfarben, also heraldische Farben, Wappenfarben der Territorien, die sich dort vereinigen. Das Schwarz-Gold steht für Flandern und das Gold-Rot für Wallonien. Und da auch noch die Reihe, also da man ja auch noch da dieses französische Vorbild hat, das heißt die Farbreihung von links nach rechts und nicht von oben nach unten, ist die Verwechslungsgefahr. Das ist das einzige Argument, warum man eine andere Flagge verbieten könnte, wenn sie identisch ist. Da aber die Verwechslungsgefahr nicht gegeben ist, hätten die Belgier halt schreien können, wie sie wollten. Mal sehen, wie lange es die belgische Flagge noch gibt. Jetzt Sie, Herr Jankwitz, hat Ihnen schon das Mikro gegeben. Schön nah ran. So, vor Gründung der Bundesrepublik 1948 gab es einen parlamentarischen Rat.
der unter anderem auch die zukünftige Verfassung festlegt. Und ich entsinne mich an ein Bild vom Minder Tageblatt. Da waren unter anderem Herr Heuss und Carlo Schmidt zu sehen und noch andere Herren. Und vor ihnen stand ein junges Mädchen, das hatte 6 Papierfähnchen in der Hand. In jeder Hand 3. Nun war das ja schwarz-weiß. Nun hätte ich gern gewusst, welches Schwarz-Rot-Gold war sicherlich auch dabei. Das ist jetzt die jetzige Nationalflagge. Welches Farben hatten die anderen? Und da habe ich mich an das Tageblatt zuerst gewandt und die schrieben mir, das können Sie mir nicht sagen. Sie haben ein Archiv erst seit 1953. Dann bin ich hier zum Landtag in Schleswig-Holstein. Oh Gott, ja, falsche Adresse. Die haben mich nach Bonn verschickt. Die haben mich nach Berlin gesandt und nach München. Und da war ein Historiker, der verwies mich auf Wikipedia und da waren die gleichen Flaggen, die Sie schon mal gezeigt haben. Aber welches waren die 5 anderen? Ich ärgere mich, dass ich das Bild nicht gezeigt habe, denn das, was Sie beschreiben, das Bild, das habe ich dabei gehabt, das ist bekannt, das ist das Coverblatt, sagen wir heute, von einer Zeitschrift. Es gab tatsächlich 1948 tatsächlich einen Versuch, einen Wettbewerb zu starten, der war nicht ganz ernst gemeint und da kamen all diese in schwarz-weiß gedruckten, aber offensichtlich bunten Farbvarianten dazu. Da spielten eine Menge Sterne eine Rolle, da gab es wieder eiserne Kreuze, da gab es Kreise. Und die Mehrheit dieser Flaggen sind entweder schwarz-rot-gold oder ganz scheußlich schwarz-rot-gold-weiß. Also haben sozusagen sich nicht zwischen schwarz-weiß-rot entschieden oder schwarz-rot-gold, sondern waren also, um es kurz zu machen, das Schlimme ist ja, wenn nicht Vexillologen, so wie wir, wenn die Flaggen entwerfen, wird schlimm. Eine gute Flagge natürlich davon lebt, dass sie einfach ist oder dass sie eine Geschichte hat. Und das, was da 1948 eingeschickt wurde, ist dramatisch schlecht. Wenn Sie diese Flaggen sehen wollen, dann kann ich Ihnen sagen, wo Sie sie sehen. Die hängen nämlich noch im Haus der Geschichte in Bonn. Da finden Sie die. Im Haus der Geschichte nach Bonn. Ja, oder Sie bitten die, dass Sie ein Foto schicken. Also ja, müssen Sie noch... Ja, die wissen das oft nicht. Ich habe ein paar von diesen Flaggenabbildungen auch. Ich weiß nicht, kann ich Ihnen das zuschicken in irgendeiner Form? Dann mache ich das. Ja, tauschen Sie doch hinterher Adressen oder E-Mail aus. Dann kriegen Sie einen Ausdruck oder was Sie wollen. Also das ist kein Problem. Das können wir doch bestimmt arrangieren. Gerne. Und danke für den Hinweis. Also dieses Bild, ich dachte noch, bringst du es nicht? Ist so absurd, aber super. Ja. Genau. Ja, das war ist dieses andere Bild auch, aber die ja. Danke für den Hinweis. Ja, Sie hatten sich gemeldet, die Dame mit dem Notizbuch. Ja, ich wollte Sie gerne, oder meine Frage zielt auf Folgendes ab. Die DDR hat ja sehr schnell nach ihrer Gründung die Farben Schwarz, Rot, Gold übernommen, die Farben der Lützowjäger, Freiheit, die Farben für Jena, die Farben für Hambach, Freiheit und Einheit. Freiheit und Einheit. Und Sie erwähnten, Sie haben das sehr schnell gesagt, nach meinem Empfinden, dass die SED bereit war, diese Farben Schwarz-Rot-Gold zu übernehmen. Also ich habe da mal was anderes gehört, dass eigentlich das revolutionäre Rote, das wurde ja mehrere Male erwähnt, viel mehr zum Tragen kam und dass der Kampf ziemlich groß war, an diesen Farben vorbeizugehen. Und das würde mich interessieren, wenn Sie mir das nochmal Verpusemantuckeln. Genau. Also ich hatte ja zunächst erwähnt, dass in der DDR sogar für kurze Zeit mal Schwarz-Weiß-Rot diskutiert wurde. Sie haben recht, es ist so, die DDR-Führung hatte ein klares Ziel. Ihr deutscher Staat sollte der sein, von dem die Einheit ausging. Und insofern waren in den ersten Jahrzehnten bis 1959, als dann klar wurde, es wird nichts mehr mit der Einheit, auch die Flaggenfrage bestimmt, weil die sich überlegten, welche Flagge können wir nehmen, die möglichst viele Deutsche akzeptieren. Sie haben recht, die SED hätte natürlich am liebsten Rot gehabt, das kommunistische Rot. Das war denen aber völlig klar, dass sie damit niemals im Leben die deutsche Einheit hinbekommen. Das heißt, es war immer klar, es müsste zumindest Schwarz-Rot-Gold sein. Und in der DDR-Verfassung stand ja auch immer in Gedenken der Einheit und in der Nationalhymne war von Deutschlands Einheit die Rede. Womit sie aber recht haben, wenn sie sich DDR-Plakate dann angucken oder wenn sie sich bis zum Schluss die DDR-Paraden angucken. Zu wichtigen Anlässen wurde Schwarz-Rot-Gold immer möglichst mit einer roten Flagge dazu geflaggt. Da haben Sie recht. Also das ist tatsächlich eine Eigenheit. Aber Sie müssen sich ja vorstellen,
die DDR war ja ein unfertiger Staat. Die Sowjetunion war ja viel weiter im Kommunismus, die waren ja kurz vorm Paradies. Die DDR war ja noch in diesem bürgerlichen Gefängnis mit vielen Parteien, die zwar nichts zu sagen hatten, aber sie war formell aus Sicht der DDR irgendwie noch bürgerlich. Und da passte einfach diese bürgerliche Flagge besser. Ich glaube, wenn man der DDR mehr Zeit gegeben hätte, hätte man vielleicht eine rote Flagge gewählt. Aber der Traum ist ja zum Glück nicht in Erfüllung gegangen. Vielleicht bietet sich das an. Könnten Sie so in 3-4 Sätzen noch einmal skizzieren, wann und warum und von wem gefordert, von wem abgelehnt in dieser Diktatur und dann die Sowjetunion? Wann kam Hammer und Zirkel eigentlich dazu? Warum zu dem Zeitpunkt? Genau. Also die DDR, also die Flaggenfrage war dann rasch entschieden, Schwarz-Rot-Gold, und nun brauchte man ein Wappen. Das hatte ja jeder Staat. In der Bundesrepublik Deutschland war das natürlich aus deren Sicht dieser feudale Adler, den man ja auch kurz geliebäugelt hatte. Es ist so, sie müssen in der DDR drei Gruppen unterscheiden. Sie haben die SED, sozusagen die Mainstream. Sie haben dann deutsche Exilanten, die aus Russland kamen, die aus dem Nationalkomitee Freies Deutschland kamen, die ganz woanders standen. Und sie hatten die Russen. Und das letzte Wort hatten immer die Russen. Und das Nationalkomitee Freies Deutschland hätte bestimmt gerne den Adler gehabt. Die Russen aber wollten den nicht, das war denen zu feudal, und dann fing man an, eben so ein Wappen zu entwerfen, wie das in der damaligen kommunistischen Zeit Mode war. Da durfte also möglichst kein Tier drin sein und nichts, was irgendwie aus der Fürstenzeit stammte. Dann war also so ein Ehrenkranz für die Bauern wichtig und der Hammer für die Arbeiter. Es sah wirklich blöd aus, also ein Ehrenkranz mit dem Hammer, aber Arbeiter- und Bauernstaat. Und der Zirkel kam dann dazu in den 50er Jahren als Zeichen dann der Intellektuellen. Nicht der Freimaurer, um hier Verschwörungstheorien vorzubeugen. Es war ein unglückliches, kein besonders, selbst für kommunistische Verhältnisse, kein schönes Wappen. Da gab es schon schöner in Jugoslawien mit einer Flamme oder so. Naja. Ja, gibt es weitere Fragen? Der Herr mit dem schwarzen Pullover hier, ich gehe mal rüber, mein Weg ist kürzer. Dankeschön. Die Urburschenschaft von 1815 hatte ja einen Wahlspruch. Ehre, Freiheit, Vaterland war der Wahlspruch. Gibt es eigentlich eine Beziehung zwischen Schwarz-Rot-Gold und diesem Wahlspruch? Nein, also in diesem Falle nicht. Es gibt dann nachher eine Beziehung zwischen der unserer Dreiheit in der dritten Stufe der Nationalhymne, Einigkeit in Rechten, Freiheit. Aber diese Dreiheit nahm man bei der Burschenschaft nicht auf, weil ja zunächst mal nur zwei Farben da waren, nämlich schwarz und rot. Und das Gold als Metall nicht wirklich galt. Und da kommen sie natürlich, wenn sie zwei Farben haben, aber drei Worte im Motto passt das leider nicht. Ja. Warum mochten die deutschen Kaiser diese Farben nicht, schwarz, rot, gold? Warum haben die das Weiß so geliebt? Naja, es war, diese Reichsgründung von 1871 war eine ganz merkwürdige Geschichte, irgendwie so eine Art bismarckisches Unternehmen, wenn man so will. Und natürlich hätten viele gesagt, Mensch, es ist die Zeit, jetzt Schwarz-Rot-Gold zu nehmen. Ich habe auch gesagt, es ist zumindest überlegt worden, zumindest Schwarz-Gold-Rot zu nehmen. Der entscheidende Faktor ist Wilhelm I. gewesen, der eigentlich überhaupt nicht deutscher Kaiser werden wollte. Und dem waren diese Farben seit der Revolutionszeit verhasst. Sie kennen vielleicht die Geschichte, dass die Berliner Aufständischen, als sie erfolgreich waren am 18. März, einen Tag später oder zwei, glaube ich, dann den preußischen König dazu zwangen, diese Farben anzunehmen und sich dem Volk zu zeigen. Und das war als Demütigung so tief verwurzelt in der Familie Hohenzollern, dass die also noch 1871 sagten, es gibt ja diesen Spruch von Bismarck sogar, der hat gesagt, irgendwie, was sagt er, Blau und Grün und Senffarben oder die Farben von Mecklenburg-Strelitz, völlig egal, bloß nicht Schwarz-Rot-Gold. Die waren also die Nationalfarben völlig egal, aber Schwarz-Rot-Gold durfte es nicht sein, weil das so eindeutig mit Revolution, mit Volksherrschaft, mit einem bürgerlich-liberalen Deutschland verbunden war, das die Preußen nicht wollten. Und deswegen haben die dann eben dieses Konstrukt gehabt, ganz klassisch, man nimmt die preußischen Farben, nimmt das Rot dazu, erklärt es den einen als Hansefarben, den anderen als brandenburgische Farben, und die Farben werden beliebt durch politischen, dann militärischen Erfolg. Nee, weiß ist ein Metall, aber es entstammt halt dem preußischen Wappen. Sie wissen, das preußische Wappen ist ein silberner Schild. Also Sie wissen, in der Heraldik beschreibt man die beiden Metalle, Silber und Gold, durch die Farben Gelb und Weiß. Das sind sozusagen heraldisch keine Farben, sondern Metalle. Und der Schild der Preußen ist halt ein silberner Schild mit einem schwarzen Adler. Und daraus macht man dann schwarz und silber. Die Polen haben ein rotes Wappen mit einem silbernen Adler drauf. Polnische Flagge ist silber-rot. Das ist,
relativ einfache heraldische Regel, aus dem Wappen halt ein Tuch zu machen, eine Flagge zu machen, eine Fahne zu machen. Mich hat übrigens noch keiner nach dem Unterschied zwischen Fahne und Flagge gefragt, aber ich will das nicht vertiefen. Es gibt natürlich einen. Es würde aber jetzt eine Stunde dauern, das zu erklären. Nein, das nicht, aber es gibt einen Unterschied. Ja, haben Sie weitere Fragen an Herrn Schlürmann? Ich hätte selbst noch eine, die mich jetzt ein bisschen umtreibt, die vielleicht nicht ganz direkt mit den Farben der deutschen Fahne zu tun hat, beziehungsweise mit der Geschichte, aber es geht Mit der Flagge. Mit der Flagge, Entschuldigung, ja. Es geht ja, haben wir ja schon gemerkt, als Herr Petersen fragte, wenn es um Farben geht, geht es ja auch immer ein bisschen um Farbsymbolik. Und Herr Petersen sagte, das Schwarze sei für ihn das Anarchische. Hier haben wir gehört, Rot verbinden viele mit Revolution. Liege ich vollkommen falsch? Ich habe ja auch mal Geschichte studiert, dass das natürlich auch dem jeweiligen kulturellen, historischen Kontext sehr unterliegt. Denn ich bin der Meinung, war nicht lange Zeit in der europäischen Kultur Rot die Farbe der Trauer und haben die Menschen bei Beisetzungen in der frühen Neuzeit und so weiter Rot, glaube ich, getragen. Ich meine, das mal irgendwo gelesen zu haben bei einem französischen Historiker, Michel Pastoureux. Mag sein. Also ich weiß, das ist der Klassiker. Ich glaube, in der islamischen Kultur ist weiß die Trauerfarbe und nicht schwarz. Es ist natürlich so, wir haben natürlich nur eine sehr beschränkte Anzahl von Farben zur Verfügung. Und was denn die jeweilige Kultur da reininterpretiert, unterliegt dann bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Aber da wir nicht für jede Gefühlslage und für jede andere Kultur eine eigene Farbe haben, ist es so. Mag sein. Ich glaube, Rot ist tatsächlich, also ist jetzt mein Bescheid, ich bin kein Kunsthistoriker, mein bescheidenes Gefühl ist, Rot hat dem Schwarz dann doch voraus, dass es eine dynamische Farbe ist. Schwarz ist sicherlich keine dynamische Farbe, Schwarz ist vielleicht noch nicht mehr überhaupt eine Farbe, Rot ist Dynamik. Ob man es für Totenumzüge benutzt hat, mag ich nicht beschreiben. Ich meine es mal gelesen zu haben, aber sicher bin ich mir tatsächlich auch nicht. Aber es ist ja nicht umsonst dann auch die Farbe der Kommunisten geworden. Es ist schlicht die Revolutionsfarbe. Also es gibt, glaube ich, keine andere, die so deutlich damit assoziiert wird. Das ist so. Die schönste Erklärung für eine Flagge ist ja die von Helge Lange. Ja, gut, es gibt immer die schönen Ja, sagen Sie Zitate. Doch mal. Von Helgoland? Grün ist das Land, wit ist der Sand, rot ist der Kant, das sind die Farben von Helgoland. Ja, das ist, also klar, man unterliegt immer der, also ich werde es nicht vertiefen, schleswig-holsteinische Flagge machen wir mal, ist genauso spannend. Jeder weiß natürlich, wie die entstanden sind die Wappenfarben, außer das Gold aus Schleswig, das hat man rausgenommen, weil man eine Trikolore wollte, also blau für Schleswig und Silber und weiß für Holstein. Aber ich habe eine Radioumfrage gehört und die Leute kennen diese Geschichte natürlich nicht, auch weil sie das Wappen nicht kennen. Und dann erzählen die eben sowas, ja, blau ist das Meer und weiß ist der Strand und rot, ja, rot ist das Erdbeereis im Sommer. So kommen halt die Leute zur Interpretation von Flaggen. Ne? Finde ich auch nicht verkehrt, also ist ja auch ganz schön, aber es hat nichts mit Flaggenkunde zu tun. Ich meine, ich habe noch eine Hand gesehen, ja. Ja, ich habe nochmal zurück zu Fahne und Flagge. Ja. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie die Antwort eigentlich schon versteckt haben. Sie haben mich nicht umsonst von der Reichskriegsflagge und nicht von der Reichskriegsfahne gesprochen. Also der Unterschied zwischen Flaggen und Fahnen ist meines Erachtens sehr der dienstliche oder der militärische Bereich, der nennt immer Flaggen. Und Fahnen sind eben keine Dienstsymbole. Nee, es ist ganz anders. Flaggen, also erstmal vielleicht aus der Entstehungsgeschichte, Flaggen sind etwas, was vom See her kommt, da kennen wir es ja bei Schiffen. Fahnen sind etwas, was aus der, vom Land her kommt. Flaggen können Sie daran erkennen, dass man, also ganz praktisch ist, zunächst einmal, Sie haben es in der Regel immer mit einer Flagge zu tun, wenn man das Ding an einem Flaggenstock hoch und runterziehen kann. Mit der Flagge ist wichtig, dass man es bewegen kann. Genau, Flaggenparade. Eine Fahne ist immer fest mit einem Stock verbunden. Das kann man so sagen. Das Zweite ist, Flaggen gibt es theoretisch unbegrenzt. Ja, deutsche Flaggen gibt es massenhaft. An Schiffen, an Dienstgebäuden und so weiter. Fahnen gibt es nur einmal. Die Fahne der Urburschenschaft, die Fahne des Schützenvereins, so und so. Die Fahne einer Armeeeinheit steht genau drauf, Nummer 1, dann gibt es, also ist es nicht identisch mit der Nummer 2. Fahnen gibt es in der Regel immer nur einmal. Und sie sind auch wichtiger, sie sind etwas, was man beschützt. Ne? Eine Flagge kann man streichen, dann zeigt man eben einfach, gut, man hat hier die Herrschaft über das Schiff verloren. Eine Fahne, wissen Sie, darf man die aus der Hand geben. Bei einer Fahne vielleicht noch ein kleiner Randnotiz, ist das Tuch gar nicht entscheidend. Das Tuch konnte ausbleichen und wegfetzen ohne Ende. Entscheidend bei einer Fahne ist die Stange. Ja, also die napoleonischen Regimenter, die aus Russland zurückkamen, waren froh, dass sie ihre Stange gerettet haben. Der Stoff war denen völlig egal. Das ist der große Unterschied. Wir haben da immer Grauzonen, aber sie haben es
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Alltagsleben zu 99% mit Flaggen zu tun und nicht mit Fahnen. Aber bei uns wird es einfach, das weiß ich, wird synonym benutzt. Aber man kann natürlich wirklich klugscheißern, den Unterschied weiß. Ja, aber schön, dass wir diesen Aspekt nur auch noch angesprochen haben. Prima, danke für die Frage. Ja, Sie haben auch noch eine, ich gebe Ihnen das Mikro. Ich habe nur einen Tipp im Laboeur Ehrenmal in der Ehrenhalle. Da hängen ja eine Menge Flaggen, auch historische Flaggen. Und das sind ja wohl auch einigermaßen echte Flaggen, die schon einige Jahre alt sind. Wer gerne mal Flaggen sehen möchte, Originalflaggen, ja. Einmal hin nach Laboeur zum Ehrenmal. Ich sag mal, Kieler Woche ist die beste Gelegenheit. Also was Sie da alles finden, das ist schon spannend. Ja. Ja, meine Damen und Herren, ich lasse mal meinen Blick so schweifen. Ah, da gibt ganz hin gibt es noch eine Frage und dann Herr Muskat. Fedor, du bist der Nächste. Ganz kurz, lieber Jan, bei den Symbolen des 1848er Versuchs, nationale Identität zu stiften, da war auch neben der Kriegsflagge, wo du die Gösch beschrieben hast, und dann der eigentlichen Nationalflagge, dann auch noch ein Wimpel mit der Gösch vorneweg, dem doppelköpfigen Adler, und dann langgezogen das, was man bei der Marine so als Heimatwimpel führt. Könntest du das nochmal erläutern, wofür das gedacht war, bitte? Ja, das ist im Grunde genommen ziemlich einfach zu erklären. Das ist in allen Marinen, also im 19. Jahrhundert spätestens Standard gewesen, dass man diesen Wimpel führte. Das war in dieser Form kein Heimatwimpel, jetzt habe ich was anderes aufgemacht, sondern es war der Commodore-Stander. Dieser Stander hat halt gekennzeichnet, welches Schiff der deutschen Flotte, die ja da auch nur aufgebaut wurde, wo der Commodore an Bord war. Ja. Danke sehr. Herr Muskat, Sie haben sich auch gemeldet. Mikro kommt. Ja, nach oben schieben, aber wahrscheinlich ist es bereits an, nur nah zum Mund führen. Ja, Sie haben gesprochen vom Hambacher Fest 1832, und aber nicht das Festlied erwähnt. Mhm. Und ich habe das hier vorliegen, wenn ich das mal vorlesen darf. Gern. Singen, genau. Sie dürfen auch singen, wenn Sie möchten. Schwarz sei der Trauer ewige Nacht, die rings ihn soll umgeben, solange er unter Fürstenmacht fortführt sein Sklavenleben. Rot sei der Farben dunkle Glut, die rings er will entzünden, auf Throne Schutt mit edlem Mut der Freiheit Reich zu gründen. Gold sei der heiligen Wahrheit Licht, die rings er will verbreiten, das finstere Mächte lüge nicht, mehr hemmt den Gang der Zeiten. Und das wurde prägnant als Formel zusammengeführt. Aus finsterer Nacht durch blutigen Kampf zur goldenen Freiheit. Das war ein Schlusswort. Ja, wollen wir es als Schlusswort nehmen? Ja. Dann darf ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei unserem Referenten bedanken und freue mich schon auf den nächsten Vortrag von dir hier im Hause, Jan. Da ergibt sich bestimmt eine Gelegenheit. Ihnen danke ich für Ihre interessierten Fragen. Und wenn Sie mögen, können Sie jetzt noch ein bisschen zur Diskussion hier bleiben. Sie wissen ja, draußen gibt es noch etwas Wein und Bier und auch noch Wasser. Und Sie können auch ein bisschen moderne Kunst studieren, wenn Sie wollen. Wir haben ja diese Woche eine Ausstellung von Studenten der Motiusus-Schule eröffnet und können sich dann ein bisschen mit den Werken auseinandersetzen und sich den Kopf zerbrechen, ob sie das anspricht oder nicht. Sie müssen das als ein Angebot betrachten. Und dann wünsche ich Ihnen einen guten Weg nach Hause und würde mich freuen, Sie am Montag wieder begrüßen zu dürfen. Wenn wir den nächsten Vortrag haben, der ja im weiteren Sinne was mit Schwarz-Rot-Gold zu tun hat, wenn wir nämlich eine Bundestagswahlanalyse mit Professor Probst aus Bremen machen, der war dieses Jahr schon einmal hier, der macht es ganz toll. Also ich würde mich freuen, Sie wiederzusehen. Dankeschön.